Willkommen. Hallo. Zu Griebox und Findels kleine Valhalla-Serie. Wir zähmen uns ein Gallimimus. Der hatte sich ja lustigerweise beim Zaun festgepackt. War gar nicht mal. Der war im Wasser hier. So, dann hab ich. Wollte er hier raus. Und dann ist er hier hoch. Und also hier unten im Wasser war. Und dann ist er irgendwie hier hoch. Und hier lang gelaufen. Und weil ja hier alles zu ist von uns. Stimmt nicht, gib doch zu. Mr. Piggy hat sie festgehalten. Genau, und dann konnte er hier nicht weiter und Mr. Piggy hat sich einfach mal in den Weg gestellt. Du kommst hier nicht vorbei. Und dann habe ich da einmal drauf geschossen und dann bin ich so gelaufen. Weil das so doof war, ich wollte ja in den Kopf schießen, hier hinten rum. Und da habe ich hier dem in den Kopf geschossen. Mit zwei Narkosepfeilen, also mit den Darts. Und dann lacht er schon. Aber er fällt sehr schnell im Torpor. Five. Ja, hier kann man nicht großartig weglaufen. Hier muss man schon neben stehen bleiben. Nee, das kann man nicht. Das stimmt. Das ist. Naja, was soll's. Ja. Ja. Das dauert bloß echt lange, oder fällt schon wieder, ne? Ja, ich habe gerade gefüttert jetzt. Ich habe keine, ne? Soll ich dir noch Töpfchen holen? Ich habe noch 70 Stück. Also ich habe nicht gar keine mehr. Haben wir noch welche? Ja, im Schrank. Im Schrank, da nicht. In irgendwelchen Schränken? Da auch nicht. So, mir geht das Haus ziemlich auf den Keks, weil das so unübersichtlich und unpraktisch ist. Was? Das Haus. Die Werkstatt. Da kann ich doch nichts für. Ich habe das doch nicht so gebaut. Das warst du. Naja, nicht wirklich. Ich habe die Tische nicht so hingestellt. Also hier sind keine Töpfchen. Da waren mal 200 Töpfchen drin, das weiß ich. Also 100 habe ich mir rausgenommen. Okay, ich hatte mir auch welche rausgenommen. Ja. Es sind aber unten in der Werkstatt auch noch Töpfchen. Da habe ich welche angeschubst gehabt. Ja. Und hier oben müsste man. Sind ja noch Metall. Oh, wir müssen Metall wiederfahren. Ganz dringendst. Ja. Wenn der fertig ist. Weil dann brauchen wir nämlich Narkosepfeile, sonst können wir das nämlich vergessen mit dem. Ja. Wir brauchen nämlich noch einen T-Rex und wir wollen ja noch einen Quetzal zähmen. Wir haben noch ganz viel zu zähmen, aber im Augenblick ist das natürlich für auch immer langweilig. Für euch auch immer langweilig, nur so eine blöde Zähmerei zu sehen. Ihr wollt doch lieber Action, ne? Action. Ich glaube, ich gehe mal ertrinken. Ja, das ist doof. Ist auch langweilig. Was macht denn hier unsere Felder? Wo ist denn eigentlich unsere Gärtnerin? Wollen immer alle bei uns mitspielen und dann kommen die einmal und dann kommen die nie wieder. Sind wir so schlimm? Ja, sind wir. Das ist natürlich. Die Erwartungshaltung auch ganz anders. Ne? Oh, mit euch spielen und so. Und dann merkt man erst, wie langweilig wir sind. Oder wie wir eigentlich unser Ding durchziehen. Aber das machen wir natürlich, weil wir ja aufeinander eingespielt sind. Und dann ist das natürlich schwer für Außenstehende, die dazukommen, dass die jetzt sich dann natürlich auch ein bisschen anpassen müssen an das, was wir vorschreiben und den Befehlen und so, ne? Weil das geht ja nun nicht, dass hier jeder sein eigenes Ding macht. So weit kommt das noch. Wir machen alles das, was Finnel will. Das musst du doch. Ja, ja. Ich kann ja auch nichts anderes. Also mir reicht es, wenn du tust, was ich sage. Ja, eben. Ja, jetzt sind die Käfer. Oh, diese Käfer. Oh, das ist schon wieder hier gefallen. Also wenn du es eilig hast, ne? Dann stehen die alle vor der Tür und lassen dich nicht durch. Hör mal, wenn du dich auf den Futternapf stellst, kannst du ganz locker über den Zaun da rüberspringen. Ja, ich kann da auch von da aus reingreifen, ne? Ja, ich springe immer durch. Das habe ich ja extra so gemacht mal. Hä? Achso, ich habe gar keine Beeren mehr. Ich brauche blaue Beeren. Schwarze Beeren. Was macht der? Boah, der dauert aber lange. Ja, ich schieb ein Töpfchen nach dem anderen rein. Du könntest aber wirklich mal, wenn du kein Töpfchen mehr hast, runterfliegen. Dann? Sind da Töpfchen? Ja. Im Lagerhaus.
Im Pestel. Lagerhaus. Warehouse. Habe ich angeschubst. Warehouse und noch Töpfchen. Töpfchen. Da. Hier ist irgendwo ein Mortar und Pestel. Da bringe ich mal alle mit, nicht? Aber du kannst dich ja auch mal langsam rumdrehen. Wir haben ja schon lange nicht mehr da unten gefilmt. Ja, das mache ich das gleich mal. Das zeigst du dann einfach mal. Wenn du noch Zeit hast. Ich habe noch Zeit. Ich habe auch noch Töpfchen genug. Wir haben neu ein Skorpion. Die heißt Hildegard Kneif. Ein weiblicher Skorpion, weil wir ja Skorpion-Eier brauchen für den... haben wir zwei Patschis? Oh, nee. Nee. Für noch Rexis. Dann haben wir hier neu einen Patti. Der kriegt aber auch nicht so viele Beeren. Sehe ich überhaupt nicht ein. Ich bringe dir gleich noch violette Beeren hoch. Den trimme ich mal auf Eierlegen. Was weiß ich, was Eierlegen ist. Also, die haben sich lieb. Die haben sich lieb. Das ist gut. So, das ist hier unser Lagerhaus. Das kennt ihr ja schon von unserem alten Let's Play. So ähnlich. Hier hat es kein schräges Dach, sondern oben noch so eine Landeplattform, denke ich mal. Und hier sind so leckere Wendeltreppen. Und hier sind leckere Dodo-Eier. Ist auch immer lecker. Lecker, lecker, lecker. Frauke und Dörte, du. Bloß er hier, ne? Klaus legt nie ein Ei. Sehr merkwürdig. Griebox sabbelt wieder Schwachsinn. Finde ich aber nicht. Ich finde das lustig. Ich finde das ja selber lustig, was ich erzähle. So, dann haben wir hier das Lagerhaus. So, kennt ihr ja so, wie wir es schon gebaut haben. Wenn man reinkommt, Schränke. Wenn man so vier Schränke, dann kann man sich mit dem Kram in die Mitte stellen und dann sich umdrehen und alle Schränke befüllen. Entsprechend haben wir einen Fabrikator, Werkbank, drei Schmieden oder Öfen, Elektrogrill, auch immer nett. Alles nehmen. Das muss alles mein Kühlschrank. Hier ist noch ein Schrank. Mit Benzin. Dann haben wir hier Töffelchen. Kennt ihr auch noch nicht. Haben wir gestern gezähmt noch. Und Griselda haben wir heute gezähmt. Wegen Töffelchen. Wegen Töffelchen. Da so. Poste ich bei Facebook mal ein Bild. Dann sieht man auch sofort, warum das der Töffelchen heißt. Töffelchen, ja. Töffelchen hat sich ganz toll benommen, als wir den zähmen wollten. Ja, eigentlich wollten wir gar nicht zähmen. Wollten wir den zähmen? Ja, doch, den wollten wir eigentlich zähmen. Der war genau hier bei uns gegenüber, über dem Fluss hinweg. Ja. Und bevor der uns angreift, dachten wir, reden wir dem mal gut zu. Vielleicht ist er ja gar nicht so schlimm. Der war ja nicht, war Level 56 oder so, aber dachten wir uns auch, jetzt ein besser extra warten, bis wir dann 100er kriegen. So, Entschuldigung, haben wir jetzt einen T-Rex. Ist auch nett. So, dann haben wir hier drüben noch unseren Wohnkomplex. Hier ist erstmal das Tor. Wir sind hier in der oberen Etage von dem... hier ist jetzt auch ein Tor. Das ist ja schön. Das finde ich gut. Wir sind hier in der oberen Etage ja von der Höhle. Da haben wir hier unser Wohnhaus. War das jetzt nötig? Furia, ich erzähle hier was und du scheißt mir einfach vor die Tür. Hier wohnt Bene, das ist ein Neuzugang. Das ist aber schon seit ein paar Tagen nicht mehr online gewesen. Weiß nicht, ob der nochmal wiederkommt. Ups. Der wohnt da, das ist seine Zelle. Hier ist noch frei. Da wohnt noch keiner. Hier wohnt Jana. Oh, jetzt bin ich da reingegangen. Ups. Da wohnt Jana. Jeder hat auch seine eigene Truhe hier draußen. Da können wir mal Sachen reintun, wenn wir irgendwas kriegen sollen. So, und hier oben, da zeige ich jetzt mal unser Schlafzimmer. Hier mit Doppelbett. Leider ist das Doppelbett nur ein Bett. Also, es zählt nur als ein Bett. Hier haben wir noch so eine schmucke Truhe. Da ist noch so Kram drin. Das ist hier aus diesem Bogenbaumott. Ja. Hier sind nur Haufen Schränke, die nur alle leer sind. Dann hier neben, da wohnt auch noch keiner, aber da sollen auch nur ruhige Mieter rein. Und hier liegt... Was liegt hier denn? Ach, Allegra liegt hier. Ach, wir haben ja noch Neuzugänge gekriegt.
Das ist Allegra und also sind zu zweit gekommen. Und hier unten liegt noch irgendwo. Wie heißt der? Grobi? Logi. Logi liegt. Grobi. Da. Ja, ich wusste das nicht. So, fliege ich nochmal hier kurz nach unten. Unten lang. Hier ist ja der Weg, die Höhle hier so runter. Und hier unten haben wir dann noch so ein großes Tor eingebaut. Da links mit den Wänden, das müsst ihr mal ignorieren. Das war von mir ein Versuch, da das noch ein bisschen dicht zu machen, damit ihr keine reinfliegt. Ich weiß nicht, ob das... Ja, wir haben überall Baustellen, ne? Ja, ganz schlimm. Hier kannst du natürlich überall noch durchfliegen und so. Das heißt, das ist ein bisschen blöd. Müssen wir nochmal gucken, wie wir es dicht kriegen. Ja, das war's eigentlich. Hier ruckelt es wieder. Das ist, ich glaube, wenn wir das hier zugebaut haben, kann man, hat man hier nur noch 3 Bilder pro Sekunde oder so. Ach, da unten wohnst du. Schön, das war das. Der hat nicht mehr viel Torpor, ne? Ich habe ihn gerade gefuttert. So, ich tue ihm mal welche rein, die kannst du wieder rausnehmen. Ja. Oh, da ist lila Strahl. Lila Strahl. Lila Strahl, gleich bei uns. Na, du gib doch Gas, du Vogel. Ich mag das immer nicht, wenn die so langsam sind. Wahrscheinlich kommen wir gleich wieder Tiger an. Arsch mich doch nicht. Oh, mein kleiner Finger zittert schon wieder so. Vor Aufregung. Ich war heute im Garten und dann bin ich immer irgendwie so angespannt. Nee, du hast dich dann überanstrengt. Ach, überanstrengt. Warum springe ich doch nicht beim Hecke schneiden? Was ich da gemacht habe. In den Brombeerdorn gewühlt. Das war nicht schön. Schon wieder. Jetzt habe ich eine Blaupause für einen Pulmonoscorpio-Sattel. Das ist ja auch schön. Eine blaue. Siehst du, das ist eine Bestimmung. Ich muss mehr Skorpione haben. Und eine Blaupause für so einen blauen Schmelzofen. Blödkram. So, dann habe ich hier mal Fleisch. Fülle ich mal auf wieder hier. Brauchen wir doch noch mehr Kühlschränke. Mist. Da kann man auch schon wieder auffüllen. Gut. Brauchst du noch Beeren, die violette? Nö, sind 21 drin. Oder Zitronen oder. Pff, weiß ich nicht. Nö. So, ich fülle hier mal diese ganze Fleischarie wieder auf. In den Kühlschränken. Das verrottet ja auch irgendwie. Oh, da sind nur noch 2 Spargpuder drin. Dann mach mal nach. Ach, wir haben auch keine Feuersteine mehr. Flinte. Ich war ja vorhin schon mal, aber das ist auch schon wieder alles weg. Wir müssen nachher oben farben gehen. Das geht. Eine 90. Nutzt alles nichts. Nee, jetzt sind die wieder voll erstmal. Da. Brauchst du was zu essen? Ich bring dir mal was. Nee, ich habe genug. Ja, ich habe aber auch so viel hier. Und der hat nur noch wenig Torpor. Denke ich immer. Nein, jetzt bin ich auf den Tutterfrog. Futtertrog. Tutterfrog? Ja, da tue ich jetzt hier dieses komische Fleisch rein. So. Da komme ich doch wieder nicht raus. Und nur so eine kleine Tür hier haben. Der ist aber bald fertig. Cool. Das finde ich schön. Noch ein Galimimus. Jetzt habe ich hier ganz viel verrottetes Fleisch. Müssen wir mal los Beeren holen. Ich habe ganz viel Leder. Oh, ich weiß gar nicht, was wir mit dem ganzen Leder machen sollen.
Und das, da habe ich noch zwei Eier. Jetzt habe ich die Blaupause für das Laser-Zielfernrohr. Das habe ich heute gekriegt aus dem roten Strahl. Aber ja, nee. Viel zu teuer in der Herstellung. Elektronik haben wir noch gar nicht, weil wir noch keine einzige Perle gefarmt haben. Brauchen wir auch nicht. So. Der fällt im Torpor. Der ist echt fix, ne? Ja. Da muss echt ständig bleiben. Bleiben. Ja, aber der ist auch fast schon fertig. So, den mache ich mal auf Tragen hier, den guten. Das musst du ja nicht haben. Nein! Wo setzt du dich jetzt dahin? Lotti ist auch so weit weg, das passt mir gar nicht. Ich habe die lieber ein bisschen in der Nähe. Na komm, Futter. Zeig mal. Noch gibt es nichts zu zeichnen. Hoffentlich fällt er nicht runter. Da müssen wir ihn unten holen gehen. Und dann ist er gleich unten, ist auch nicht schlecht. Wir müssen sowieso unten rumlaufen mit ihm. Den können wir ihn nicht tragen. Oder er kann eigentlich nicht nach unten, weil... Nö. Guck mal, unser Töffelchen ist ja auch da gestanden, wo die Füße waren. Ja, genau. Ups. Bin ich dagegen gekommen jetzt? Weiß ich nicht. Was ist das eigentlich, wenn ich so mache? Das merkt man doch, ne? Das sollte eigentlich gedämpft sein. Naja. Es ist wieder so schwarz, die Nacht, obwohl der Mond scheint. Ja, ich passe hier auf mit dem Vogel, dann kann ich den gleich, wenn er runterfällt, pfeifen und dann wegbringen. In die Höhle, falls er da runterfallen sollte. Ist er jetzt fertig? Nee. Ist er jetzt fertig? Nee. Ist er jetzt fertig? 2 mm. Noch einmal essen, bitte. Och, nun mach doch. Da ist er fertig. Wie heißt das denn? Quiekquiekquäk. Quiekquäk. Quiekquäk ist gut. Der macht so komische Geräusche, so Quiekquäk. Wir haben einen Gallimimus. Das war ja einfacher, als ich dachte. Das Level ist eigentlich egal, wir wollen 45, eh nur die Eier haben. Nee, das war Miss Piggy. 17. Quiekquäk. Da fehlt aber ein U, eventuell. Na gut, kannst du immer noch umbenennen. Soll ich den runterbringen? Ja, so. Moment, ich benenne ihn mal um. Die 2 Töpfchen kriege ich. Das Essen darf er behalten. Level 17? Na, wir haben nur 2 Level gekriegt. Na gut. Boah, du bist schon 66. Ich bin das 62. Soll ich den pfeifen? So, dann darfst du ihn runterbringen. Ja, ich habe ihn entpfiffen. Ich weiß nicht, ob er hier durchkommt. Doch, kommt er. Doch. Und hier fliegt er jetzt. Und ich sehe gar nichts. Das UFO ist da oben. Lotti ist da unten. Jo. Gut, hier sind keine Piranhas drin. Ne? Ist ein Biber da unten drin? Ich habe da einen hingeschmissen. Wo unten? Na, im Teich. Weiß ich nicht. Ach, es war aber nur ein männlicher Biber und auch nicht so groß. Und ich wollte mal gucken, ob der da bleibt. Von daher ist es egal. Mach doch zu da. Habe ich eigentlich hier... Das geht bei dem Tor nicht. Das ist ja... Das ist das große Behemoth-Tor. Aber das standardmäßige. Das Tor hier oben. In der Höhle. Da
das Tor hier. Es wird immer voller mit Tieren hier, ne? Wo ist der? Quick weg. Wo ist der hin? Quick weg. Quick weg. Ich glaube, der ist hier wieder runtergefallen. Ja, natürlich. Dummkopf. Dummkopf. Aber fliege ich schon so langsam? Ja, da muss man langsam fliegen. Immer gucken, dass der hinter einem ist. Ja, jetzt bin ich in den Schwanz geflogen. So, du folgst mir jetzt mal. Und auch nicht mehr. Klasse! So. Im Wasser meintest du so einer sein? Ja, ist nicht wichtig. Hier ist kein Fleisch mehr, das ist blöd. Schon wieder nicht? Du hattest heute Morgen doch da unten gesucht. Nach Fleisch. Ich weiß es auch nicht. Ach so, da kann ich ja mal gucken. Alles nehmen. Ich habe wieder ganz viel gebraten. Ich tue da jetzt Gebratenes rein. Ich könnte ja auch mal Gebratenes essen. Es ist ja auch nicht schlechter, ne? Nein. Und das hält auch ein bisschen länger. So, dann komme ich mal wieder hoch und dann war es das auch schon wieder für heute. Edgeman. Na? Wir gehen noch ein bisschen farmen. Wir gehen noch ein bisschen farmen. Dann melden wir uns, wenn es hell ist. Tschüss. Tschüss.